Ja, hallo, grüß euch. Also man kann sagen, was man will. Jedes Mal, wenn ich das letzte Video gemacht habe, denke ich so, jetzt hast du so viel erzählt. Also besser kann man es sich erklären. Und jedes Mal in der Nacht, daraus erklären sich dann auch meine Augenringe, wird erstmal noch nachgearbeitet. Und also diese Videos hier, die gehen eine lange Absprache voraus. Ich erzähle immer gerade so viel, wie man mir erzählt hat, das kannst du jetzt weitergeben. Und heraus kommen da meistens ziemlich überraschende Ergebnisse, auch wenn ich dachte, ich habe schon alles erzählt. Eigentlich habe ich das auch, wenn man bedenkt, dass du deinen Gedanken zuhören kannst. Also immer dieses Theater, ich glaube nur, was in der Bibel steht, oder ich höre nur zu, was der Pastor sagt, oder ich lasse mir nur vom Pastor die Beichte abnehmen oder so etwas, das ist wirklich das gehört einem Gedankengut an, was die meisten von uns jetzt also wirklich verlassen haben auch, weil sie glauben es ja selbst nicht mehr und das ist auch albern. Aber auf der anderen Seite, wir bräuchten etwas Neues auf und da wäre doch ein Geleit schon ganz schön und ein Geleit wäre zum Beispiel dein Dual. Aber, und hier fange ich jetzt auch an, denn wir müssen uns mit unserem Dual beschäftigen. Es geht nicht anders. Ich fange jetzt erstmal mit dem Wichtigsten an und nicht wie gewöhnlich immer mit dem Letzten. Du hast ein Dual unter Garantie. Und das ist auch dein Vorbild. Das ist deine Vervollkommnung. Das ist dein höchstes Selbst. Das ist deine Vervollkommnung per se. Und da driftest du auch hin. Und jetzt willst jetzt ein Leben auf der Erde haben. Und was tust du jetzt? Damit du dein Dual nicht aus dem Auge verlierst, du schießt noch schnell ein Foto, bevor du auf die Welt kommst. Aber dieses Foto wird geschossen von deinem Geist. Und wenn dein Geist jetzt sehr belastet ist, dann wird dieses Foto ein wenig verwackelt oder ein bisschen überbelichtet oder unterbelichtet. Etwas verschwommen. Und mit diesem Foto müsstest du eigentlich auf die Erde kommen, tust du aber nicht, sondern du hast bloß das Negativ irgendwie im Kopf. Und das Negativ ist dein Geist, mit dem du das Foto geschossen hast. Das heißt, dein Geist nimmt dein Dual irgendwie verschwommen wahr, ein bisschen verzerrt. Und aus dieser Verzerrung heraus entsteht das Foto, von dem dein Geist das Negative ist. Du selbst hingegen das Positiv. Und ich wünsche dir jetzt wirklich, irgendwie, das ist eine Allgemeinweisheit jetzt wird, dass das Negativ nicht schlecht ist. Es ist einfach ein Vordruck, eine Vorgabe. Mehr nicht. Und ich möchte euch wirklich bitten, auch wenn das euch so vor ein paar hundert Jahren so willkommen erschienen ist, nicht? Ja, das Positive ist männlich und das Weibliche ist negativ, aber das Weibliche ist eben schlecht, das kann man eben nicht ändern. So seid ihr eben. So waren wir, so waren die Menschen. Ich nehme mich da gar nicht aus, denn immerhin bin ich ein Mensch, offenkundig. Und in diesem Fall müssen wir also unser Gedankengut ein bisschen ändern. Wir müssen also nicht unser Erbgut verändern, aber unser Gedankengut. Und wir denken immer mit unserem Geist, der nun, ich komme nochmal darauf zurück, das Foto von unserem höchsten Ideal, also unserem Dual, geschossen hat. Und von diesem Foto existiert ein Negativ. Und das ist dein Geist, der dein Dual nur verzerrt oder verschwommen wahrnehmen kann. Während du jetzt auf der Erde bist, daraus erklären sich Behinderungen, daraus erklären sich verworrene Gedankentümer, daraus erklärt sich eine, sagen wir mal, Religion, die, sagen wir mal, schon, also mittlerweile wirklich der Vergangenheit und ins Museum gehören und so weiter und an der Vergangenheit angehören und so weiter. Angehören sollten, wenn wir ein glückliches Leben haben wollen. So. Das haben wir schon mal rausgekriegt. Aber was ist, wenn jemand nun wirklich ein verzerrtes Bild auf sein eigenes Dual hat? Naja, also ehrlich gesagt, dein Dual, deine höchste Vervollkommnung also,
lässt andauernd Fotos von sich schießen. Man könnte auch sagen, schießt Fotos von sich selbst, macht man, wie mein Leute hat, Selfies oder sowas, und speist sie jetzt in dein Denken, in deinen Geist ein, so du es denn wahrnehmen kannst. Wenn du andauernd verbissen an die Vergangenheit glaubst und andauernd verbissen an irgendwelche religiösen Texte glaubst oder ähnliches, dann kannst du dein wirkliches Selbst, dein Dual in seiner schönsten Vollkommenheit gar nicht wahrnehmen. Denn es ist dein Geist, der das verzerrt. Man kann also ohne weiteres sagen, wir haben hier die höchste Vervollkommnung, wie habe ich das hier aufgeschrieben? Wir haben hier also dein höchstes Original, deine perfekte Abbildung, dein absolutes perfektes Sein. Dann haben wir dein Dual, was deinem Original in nichts nachsteht. Ganz im Gegenteil, das ist die perfekte Kopie. Wir reden hier also nicht von irgendwelchen Ähnlichkeiten oder so, wir reden hier von einer perfekten Kopie. Das bist du. In deinem höchsten Original. Jetzt hast du in deinem Leben einiges getan, was vielleicht nicht ganz so lustig war. Und das verzerrt den Geist. Dein Geist aber verzerrt die Wahrnehmung deines Duals. Dann ist irgendwann mal dein Leben zu Ende. Du siehst an, was ist daraus geworden, wie nahe bin ich meinem Dual gekommen, stellst fest, oh verdammt, war doch nicht so klasse, war nicht so klasse. Jetzt versuchst du also ein Foto, möglichst originalgetreu, irgendwie zu schießen, aber durch die Verzerrung kommt das eben nicht zustande. Da kommt nicht so eine glasklare Kopie zustande. Und du kommst mit einem etwas verworrenen Geist, von dir selbst also, auf die Welt. Dein verworrener Geist schreit nach Reinigung, gar keine Frage. Und wir haben hier ein Gesetz. Und das ist gültig. Und das kennen wir schon ziemlich lange. Das kennen wir schon seit der Antike. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Gesetz gilt. Das ist gültig. Wir haben damals nur einen Fehler gemacht. Das Gesetz hat Gültigkeit in uns selbst und nicht bei den anderen. Die anderen haben damit gar nichts zu tun. Wenn ein anderer mir ein Abbild von Abscheulichkeit und Gehässigkeit und Gemeinheit und Lächerlichkeit und was weiß ich, was alles gibt, dann ist das nicht mehr, nicht weniger als ein Abbild von etwas, was mich präsentierte, wenn das was mit mir zu tun haben sollte. Wenn ich das so zufällig nur im Fernsehen sehe, dann geht es mich ja nichts an. Aber in dem Augenblick, wo das in meinem Leben vorherrschend ist, ja, dann sollte ich es aber korrigieren. Aber nicht bei dem anderen. Bei mir selbst. Stephen Hawking ist drauf gekommen, ohne es zu wissen. Es war Stephen Hawking, der mit seiner Spaghettisierung dem Ganzen sehr nahe kam. Erinnert sich vielleicht, dass Stephen Hawking gesagt hat, also wir haben hier ein schwarzes Loch, denn er war ja wirklich fasziniert von den schwarzen Löchern, und wir haben hier ein schwarzes Loch und das schwarze Loch hat einen Ereignishorizont, und wenn wir ganz am Rande des Ereignishorizonts stehen, passiert nicht allzu viel. Aber je näher wir dem schwarzen Loch kommen, desto mehr beginnt die Anziehungskraft zu wirken. Und wenn wir etwas zu nah am Ereignishorizont kommen, etwas zu nah an dem schwarzen Loch sind, dann fallen wir rein. Das hat er rausgekriegt. Aber er sagte noch etwas anderes. Er sagte, bevor wir aber ins schwarze Loch fallen, wird alles kartografiert. Das ist jetzt keine Weisheit von mir. Das habe ich von Stephen Hawking. Es wird alles kartografiert. Alles. Bevor derjenige sozusagen ins schwarze Loch fällt. Von ihm existiert also immer noch ein Original, also eine Idee. Man kann sagen, eine Ausdenkung von sich. Wenn du in der Nähe wenn du also eine Ausdenkung von dir hast, die perfekt ist, die großartig ist, dann existiert die immer weiter. Und du wirst dich immer mehr bemühen und versuchst immer mehr, dieses perfekte Bild von dir selbst zu erreichen. Rilke kam drauf, als er sagte,
Wir sind selten in Mitte unserer Kreise, doch unsere Kreise beziehen immer Kreise um uns herum. Und sind wir auch selten in Mitte unserer Kreise? Sie ziehen um uns die heile Figur. Das tun sie immer. Aber unsere Kreise sind ehrlich gesagt mehr oder weniger etwas verzerrte Dreiecke oder so etwas. Wir müssen versuchen, das wieder in eine heile Figur zu kriegen. Das tun wir auch. Hier kommt die Kristallenergie ins Spiel. Bevor ich gleich zur Kristallenergie und sowas komme, was das Ganze soll. Ich möchte noch eine ganz kurze Sache zum Leben selbst sagen, bevor ich drüber wegkomme. Versteh mich bitte recht. Dein Leben ist völlig bedeutungslos. Völlig. Absolut sinnlos. Uninteressant. Ach, weißt du, wir können eigentlich alle drauf dich pfeifen. Locker. Gar kein Thema. Mein Leben ja auch. Also, Gottes Willen, mein Leben ist völlig bedeutungslos oder wäre völlig bedeutungslos. Wenn nicht eine Instanz wäre, nämlich ich, und in diesem Fall respektive du. Dein Leben hat nämlich genau die Bedeutung, die du ihm gibst. Der Fehler besteht darin, zu glauben, dass alle anderen diese Bedeutung in dir erkennen muss. Überhaupt nicht. Der einzige Mensch, der die Bedeutung seines eigenen Lebens erkennen muss, und ihm auch die Bedeutung gibt, dem Leben die Bedeutung gibt, die es haben soll, bist du. Und sonst keiner. Das musst du dir unbedingt klar machen. Der Mensch hat zwei Möglichkeiten, dem Leben eine Bedeutung zu geben. Also kurz gefasst, es gibt natürlich 100.000 andere, aber so mal auf die Spitze getrieben, gibt es zwei. Die eine wäre, und die wäre schlecht, die Menschen umzubringen. Einer oder mehrere oder viele oder Hunderttausende, Millionen. Dann hätte dein Leben eine große Bedeutung. Wenn Menschen sagen, das Leben ist ja so sinnlos, jetzt bringen sie aus dieser Sinnlosigkeit heraus einen Menschen um, bekommt das Leben eine Bedeutung für sie selbst. Denn es drückt das Gewicht der Tat, der Handlung, dem ja eine Menge Gedanken vorausgegangen sind, bevor es dann zu einer Handlung wurde, drückt sie nieder. Und sie bekommen das volle Gewicht ihrer Bedeutung oder das volle Gewicht ihres Denkens zu spüren. Es drückt und ringt sie nieder. Und sie versuchen verzweifelt dagegen anzuzappeln und versuchen nach Verzweifel gegen anzukämpfen. Und fangen an herumzubölken, herumzutoben, herumzuschreien. Ein perfekt schlechtes Beispiel ist ein Kerl aus Braunau, vor ungefähr 90 Jahren. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Das ist eine Möglichkeit, dem Leben eine Bedeutung zu geben, aber auch gleichzeitig ein dermaßenes Gewicht, dass du davon niedergedrückt wirst. Es gibt auch eine andere Möglichkeit. Dazwischen gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viele, aber bleiben wir mal bei diesen beiden. Die andere Möglichkeit wäre, du bringst alles in die Kristallschwingung. Dadurch wird dein Leben frei. Gesetzt den Fall, du gehörst zu den Kumpel, die da nun sehr, sehr, also um Gottes Willen, ich meine nicht die Bergleute, ich meine halt sogar zu den Kalibern, die, sagen wir mal, sehr, sehr viele ins Unglück gestürzt haben. Mit welchem Etikett auch immer, ob sie dann gleich jemanden umgebracht haben oder einfach nur jemanden gequält haben, jemanden eingesperrt haben oder, was weiß ich, irgendein Familienmitglied entführt haben oder so etwas und dadurch eine ganze Formation in den Abgrund stürzte oder so. Das spielt gar keine Rolle. Das Gewicht des Lebens drückt sie nieder. Bring jetzt alles in Kristallschwingung und es wird sich von dir verabschieden. Sie spüren, gar keine Frage, jeder Mensch spürt aufgrund seines Verhaltens das Gewicht des Lebens und das kann extrem drücken. Wie gesagt, alles ist ein Echo der Vergangenheit, was dir hier im Leben passiert. Vergiss das bitte nicht. Es ist dein Echo.
Alles in die Kristallschwingung zu bringen, und damit wären wir bei dem nächsten, heißt einfach, das Ganze zu befreien. Das Leben staffelt oder das Leben organisiert sich ganz einfach zwischen Nähe und Distanz. Und ich bin ziemlich sicher, dass du schon von den beiden Gegenspielern des Lebens gehört hast. Was die Zuneigung und Abneigung für den einen ist der Sympathikus und der Parasympathikus für den anderen, sagen wir mal einen Mediziner. Zuneigung, Abneigung für unsere Psychologen. Und dann haben wir noch den Parasympathikus und Sympathikus für unsere Mediziner. Und die Abstoßungskräfte und die Anziehungskräfte für unsere diplomierten Physiker. Wir haben also für jeden Bereich, den wir so haben, eine bestimmte Gruppe, die damit dann bestimmt was anfangen kann. Ein diplomierter Psychologe wird also von Zuneigung und Abneigung sprechen, während der Mediziner mit Doktortiteln versehen oder auch nicht von Parasympathikus und Sympathikus spricht. Und sie alle können also in ihrem eigenen Bereich irgendwie was damit anfangen, aber sie haben es noch nicht global hinbekommen. Sie haben es noch nicht umfassend hinbekommen. Dabei ist das auch eigentlich ganz einfach, da jeder Mensch mit dem eigenen Leben beschäftigt ist. Und jetzt komme ich zu einem Kinderbuch. Das ist aber eigentlich mehr für junge Erwachsene. Und für auch ältere Menschen. Also ich glaube, ich werde noch mit 60, 70 Jahren an der Geschichte, der unendlichen Geschichte von Michael Ende meine Freude haben. Gar keine Frage. Ich brauche das Buch gar nicht so großartig zu erzählen. Aber fangen wir mal mit dem Punkt an. Mit dem Kern. Und da wären wir hier beim Aurin. Das ist so das Medaillon, das etwas symbolisierte, nämlich den Kern des Lebens, muss man gleich so zu sagen. Das Aurin waren zwei Schlangen, das war so ein Amulett, die sich gegenseitig in Schach hielten. Eine weiße Schlange und eine schwarze Schlange. Und die weiße Schlange hielt die schwarze Schlange an ihrem Schwanzende fest und die schwarze Schlange hielt die weiße Schlange an ihrem Schwanzende fest. Und so bildeten sie ein Oval, was auch gleichzeitig wie ein Tor war. Und diese beiden Schlangen hielten sich gegenseitig in Schach. Hier sind wir bei unseren Parasympathikus und Sympathikus oder Zuneigung und Abneigung oder Abstoßung oder Anziehungskräfte. Kommt immer auf denselben Punkt. Dieses Medaillon, also das diese beiden Schlangen abgebildet hatte, hatte ja auch eine Rückseite. Und auf der Rückseite stand etwas. Tu, was du willst. Tu, was du willst. Das Aurin bildete nicht nur ein Oval, es war auch eine Art Tor. Und wenn man durch dieses Tor gehen durfte, dann stand man vor einem riesigen, also es war kein Wasserfall, es war ganz einfach ein Springbrunnen des Lebens. Es waren die Wasser des Lebens. Und die Wasser des Lebens sangen auch etwas. Die sangen nämlich, trink, trink, trink. Tu, was du willst. Es war die Sprache des reinen Glücks. Es ist, glaube ich, für uns nicht mehr weiter schwer zu verstehen, dass dieses Wasser des Lebens, von dem man ja so trinken soll, trink, 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 tu, was du willst, trink, dass das die Kristallenergie ist, die Kristallschwingung. Es ist ein Gesang der Freude gewesen. Trink, tu, was du willst, tu, was du willst, tu, was du willst. Und wenn jemand sehr belastet ist, ein sehr belastetes Leben hat, aber von Hunger, Not, Krankheit, finanziellen Ruin gezeichnet ist, egal, du willst es befreien, du willst es in eine andere Schwingung bringen, du möchtest es alles in eine andere Chemie bringen. Trink,
trink, trink, tu, was du willst. Und das Erste, was passiert ist, dass du alles in Kristallschirmung versetzen willst. Oder das auf jeden Fall versetzen möchtest. Weil du zwischen Willen und Möchten gibt es einen Unterschied. Ich sag, komm, wir kommen auch gleich noch dazu. Aber du möchtest es deshalb, weil du die Belastung des Lebens nur begrenzt aushältst und nur dann aushältst, wenn es immer noch eine Gegenkraft gibt. Wie zwischen der Abneigung und der Zuneigung. Es gibt viele Dinge, die mich absolut abstoßen, aber da muss es auch etwas geben, was mich anzieht. Ich kann nicht nur andauernd davon leben, dass ich alles Mögliche nicht will. Das Problem war nun mal, dass ich, wie viele andere Menschen, einen solchen Start im Leben aber hatten. Offenkundig bestand das Leben andauernd schien nur aus Dingen zu bestehen, die man im Grunde genommen gar nicht will. Und den Mechanismus dahinten mochte man erst recht nicht. Die Idee unserer Sportspiele und EWG, einer wird gewinnen oder ähnliches und alle anderen verlieren dann, war mir von Anfang an so unsympathisch. Ich mochte das nie. Und ich hatte ja auch wirklich genug abschreckende Beispiele in meinem Leben, also so ist es nun auch nicht, dass es ein reines Fantasieprodukt von mir ist. Also ich sah das und begriff, so will ich das nicht haben. Ich wollte es besser hinkriegen, aber wie? Ich hatte damals von dem Wasser des Lebens keine Ahnung, oder man kann es auch Kristallenergie nennen. Also wenn du satt hast von Kristallenergie und Kristallschwingungen zu hören, nenn es einfach Wasser des Lebens. Und diese Wasser des Lebens in dem Buch Die unendliche Geschichte sagen auch etwas. Die sagen nämlich, wir sind die Wasser des Lebens, die Quelle, die aus sich selber entspringt, die umso reichlicher fließt, je mehr man aus ihr trinkt. Kein Wunder, dass jeder eingeladen ist, da zu trinken. Er kann nur nicht mit zu viel Belastung da ankommen. Aber es wird immer eine Leitung zu dir geben können, damit du davon nehmen kannst. Trink, 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 tu, was du willst. Versetze alles in Kristallschwingung, was du nur kannst. Alles, was du siehst. Darum sagte ich ja gestern auch, Du, komm, vertreiben wir uns die Zeit im Meer. Das Meer sind Kristallschwingungen. Und je mehr du davon trinkst, desto mehr fällt alles von dir ab, was dein Leben jemals beschwert hat. Vorausgesetzt, du hängst nicht slavisch daran fest und sagst, nee, da ist doch was hart, da siehst du, da, und so weiter. Und fängst du an, dich wie so ein Vollidiot aufzuführen, an dem du andauernd Recht haben willst. Und hier komme ich wieder zu dem Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du kannst mit anderen darüber nicht diskutieren, das ist unmöglich. Ihr könnt am gleichen Strang ziehen, den der andere nämlich auch sagt, na komm, aber das macht das auch. Also los, sofort alles in die Kristallenergie, auf der Stelle. Ohne Wenn und Aber, kein Gerede, kein Gefasel jetzt. Wenn du mit jemandem im Clinch stehst, ist es das Beste, alles in die Kristallenergie zu bringen. Alles in Kristallschwingung. Es kann sein, dass der andere, wenn er das nicht will, das sich mitkriegt und davon abfällt. Und sich dann mit Vorwürfen, die Ungerechtigkeit des Lebens und so weiter und so fort, sich mit Vorwürfen übergießt und so weiter und so fort. Aber wenn du alles in die Kristallschwingung gebracht hast, bist du frei, vergiss das nicht. Und in diesem Fall, glaube ich, hast du ein großes Verständnis für dich, dass du das auch wirklich frei haben willst. Ich denke, wenn wir diese Technik einmal verstanden haben, und wenn du einmal das Ganze hier überblickt hast, kommst du zum selben Schluss. Ich sage es noch einmal, das Göttliche ist eine Zusammensetzung von all dem, die das auf eine göttliche Weise, das Leben auf eine göttliche Weise leben wollen. Aber ein Gott ist einem ein Prinzip. Du kannst also alles aus Prinzip, alles schlecht reden, alles kaputt machen, das kannst du. Dann hast du aber auch genau das in deinem Leben, dass wirklich alle Tore zu sind und dann ist wirklich, es sind endlose Flure ohne Türen und die Türen, die es da gibt, die haben keinen Ausgang. Sie lassen sich nicht öffnen. Oder du versetzt eben alles in Kristallschwingen. Dann werden die Portale für dich von alleine aufgehen.
Es ist fast wie die Dornhecke bei Dornröschen. Die Dornen geben einfach nach, wenn eine gewisse Zeit verflossen ist. Nur es ist keine Zeit, die mit der Taschenuhr gemessen wird, nach dem Motto, jetzt die Zeit, jetzt, du hast eine Stunde und wenn die abgehört, musst du eine Stunde warten und dann kannst du durch. So einfach ist das nicht. Du musst in dieser Zeit einen Prozess durchmachen, einen Entwicklungsprozess. Dieses schöne Bild, dass da so eine schlafende Schönheit, so ein Röschen sozusagen, dass da ein junges Mädchen da gar lieblich aussieht, während sie schläft, ist ein trügerisches Bild. Du weißt nämlich nicht, welche Träume sie in dem Moment hat. Oder welche Träume sie in dem Moment hat. Das schlafende, liebliche Dornröschen, es könnte sein, dass sie die Albträume schlechthin erlebt. Aber sie geht durch etwas durch. Sie bewältigt etwas. Und später ist sie in der Lage, alles in eine Kristallschwingung zu versetzen. Was im Leben ihr auch immer entgegenkommt, es wird eine Kristallschwingung. Durch sie. Das hat ein Stephen Hawking damals nicht gewusst, sonst hätte er sein Leben nicht im Rollstuhl verbracht. Aber immerhin, er war auf einem Gebiet einfach genial. Das muss man ihm zugestehen, natürlich. Also den Satz, das Licht dem Dunkel entweicht, na, den kennen wir schon seit 5000, seit mittlerweile 6000 Jahren. Wir haben Keilschriften gefunden, die 5000 vor Christus angefertigt worden sind. Also da müssen es ja 7000 Jahre schon sein. Na, fabelhaft. Also seit 7000 Jahren wissen wir, dass Licht dem Dunkel entweicht. Und keine 7000 Jahre später fanden wir den wissenschaftlichen Beweis. Stephen Hawking hat es berechnet und seine Berechnungen halten der Wirklichkeit stand. Ja, wir haben nur nicht begriffen, oder er hat damals nicht verstanden, was das mit ihm selbst zu tun hat. Denn ganz egal, wie beschwerlich das Leben ist, ganz egal, wie fürchterlich das ist, du hast immer die Macht, alles in eine höhere Schwingung, also in eine Kristallschwingung zu versetzen. Leugnest du diese Macht, dann ist dein eigenes Leben in Gefahr, von dem Übelsten verschlungen zu werden. Und mit deinem Leben auch du. Und das wäre schade. Musst du zugeben, dass es um dich sehr traurig wäre. Also wir anderen würden das vielleicht ja nicht so traurig finden, weil es würde uns kaum auffallen, aber für dich wäre es blöd. Und ich denke doch, dass du ein gesundes Menscheninteresse an dir selbst hast, also ein gesundes Eigeninteresse. Als ich gerade sagte, die Wasser des Lebens, die singen so, dieses Trink, trink, tu, was du willst. Das sind die Wasser des Lebens. Die Quelle, die aus sich selber entspringt. Die umso reichlicher fließt, je mehr man aus ihr trinkt. Ist das bei der Quelle des Lebens, also bei dem Wasser des Lebens, beim Glück, bei der Freude, bei der Schönheit etc. natürlich die reinste Wonne. Du kannst aber auch aus Gehässigkeit oder Wut und Zorn und was weiß ich was trinken. Das gibt es auch. Nur da fließt es nicht, da schließt sich eine Tür. Während bei dem Wasser des Lebens das Wasser umso reichlicher fließt, je mehr man aus ihr trinkt, kannst du sicher sein, dass je mehr du aus der Dunkelheit trinkst, also aus dem Mord, Terror, Zorn, Wut und so weiter, wenn du aus deren Becher trinkst, kannst du sicher sein, dass da mehr oder weniger geröchelt wird oder gegrölt wird oder wie auch immer? Deine Türen, also wenn du davon trinkst, deine Tür sich umso fester schließt, je mehr du daraus trinkst. Und ich denke, es ist eine Frage des Selbstverständnisses. Ich musste mit dem Abbild von uns anfangen, sonst machst du dir selber kein Bild davon. Denn was ich gerade sagte, je mehr du davon, von dem Wasser des Lebens, also sprich von der Kristallenergie trinkst, die alles reinigt und eine höhere Schwingung versetzt, je mehr du davon trinkst, desto schärfer siehst du dein eigenes Dual. Und zwar ohne Verzerrung. Wie schon gesagt, bevor du dein Leben beginnst, schießt dein Geist von deinem Dual ein Foto. Und dieses Foto ist
dein Geist, das Negativ. Aber dieses Negativ kann man so ja nicht verändern. Das weißt du selbst aus der Fotografie. Ich meine, wenn du ein Foto schießt, dann hast du ein Foto geschossen und das Negativ ist so, wie du das Bild wahrgenommen hast. Mit seiner Überbelichtung oder verzerrte Sichtweise oder vielleicht war der Blickwinkel nicht richtig oder die Sonne stand blöd oder wie auch immer. Es war überbelichtet, unterbelichtet, verschwommen, was weiß ich was. Das war verwackelt oder wie auch immer. Dieses Negativ kannst du nicht mehr löschen. Das kannst du nicht mehr verändern. Aber immer neue Fotos werden geschossen und werden dir zugespielt. Die Frage ist jetzt nur, ob du das empfangen kannst. Es hängt von der Wahrnehmung deines eigenen Geistes ab. Und je mehr wir uns dem Studium der Talkrunden und den Gazetten und Foto, Fokus, Spiegel und ja, immer neue Katastrophen zu berichten wissen, die werden ja nicht alle davon, oder je mehr wir uns dem der Unterhaltung von Panorama oder Brisant oder Report oder Tralala, Zeitgeist oder was hingeben, desto verwirrter wird unser eigener Geist und desto schlimmer wird es. Keine Frage. Eine Sendung Panorama vergiftet dir das ganze Leben. Also wenn das wirklich ist, was sie da erzählen. Ich meine nicht, dass es falsch ist, was sie sagen. Also wird schon richtig sein. Das wird es wahrscheinlich wirklich geben. Aber die Frage ist doch nicht, ob es falsch oder richtig ist. Ob es wahr oder falsch ist. Die Frage ist, ob du in dessen Nähe bist. Das hatten wir doch gerade mit der Nähe und Distanz, nicht? Je weiter du von etwas entfernt bist, desto weniger wirksam ist es in deinem Leben. Liegt doch auf der Hand, oder? Die Sonne ist auf dem Pluto, der noch recht weit von der Sonne entfernt ist, wohl weniger heiß als auf dem Merkur, der praktisch nebenan wohnt und nebenan seine Kreise zieht. Tja, jetzt ist die Frage, wer das wissen will. Die Möglichkeit, dass du deinem Leben eine ungeheure Bedeutung geben kannst, indem du, sagen wir mal, sehr vielen Menschen verdirbst und sie ins Unglück stürzt, in Trauer stürzt, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber dann bekommst du auch das volle Gewicht des Lebens zu spüren. Ein schwerer Schlag für einige Menschen hier, die sich karitativ betätigen. Das ist wirklich ein schwerer Schlag für sie. Vor allen Dingen, weil sie geglaubt haben, dass das ja alles so gut ist, was sie tun. Und dann kommen sie auf einmal dahinter. Oh fuck, das war doch nicht so klasse. Nein, war es auch nicht. Aber die Reinigung ist ja möglich. Wir sind hier auf einem Lernplanet. Das heißt, wir fangen an, wir probieren aus. Und wir wollen so erfahren in allem Möglichen. Dann mal gucken, wohin wir, mal gucken, was passiert denn, wenn ich da lang gehe. Und wenn wir noch nicht gelernt haben, die Schwingung einzuschätzen und die Temperatur und sowas richtig einzuordnen, ja, dann könnte es manchmal etwas übel werden. Was passiert, wenn ich danach gucke? Kuckuck! Und es kann sein, dass sich einiges anspringt. Und wenn du jetzt nicht für eine wirklich hohe Schwingung gesorgt hast, dann kann dir Fürchterliches passieren. Ich gebe das so weiter. Ich sagte ja, wenn ich solche Videos mache, das ist, was Gott, da steckt viel Planung hinter. Sehr viel. Und bei all dem, was ich hier selber für mich noch in Schach halten muss, was ich so noch in den Ausgleich bringen muss, ist ja längst noch nicht alles klasse, was ich so haben will. Bei all dem gebe ich mir höllische Mühe, dass ich nicht ein Wort zu viel verrate, aber auch nicht ein Wort zu wenig.
Und irgendwie weiß ich ja auch nicht genau, wer mir nun ganz genau zuhört. Ich weiß ja nicht, in welcher Situation ihr gerade steckt. Keine Ahnung, aber was immer das ist für eine Situation, wenn du damit nicht ganz glücklich bist, dann hast du einen guten Grund, das alles in die Kristallschwingung zu bringen, sogar einen sehr guten Grund. Und wenn du sagst, oh Gott, alles Geschwafel und außerdem, es geht mir ja gut, wenn die anderen nicht so blöde, wenn die anderen nicht so blöde wären, dann wird es mir noch besser gehen. Also wenn du so einen Tenor anstimmst, also einen solchen Tenor anstimmst, sei so nett, bring es in die Kristallschwingung. Es wird dich davor bewahren, gänzlich in die Irre zu gehen. Es gibt Menschen, die sind super schlau, die haben wirklich ein unglaubliches Gedächtnis. Die können sich alles Mögliche merken. Die sind so richtige Quizmaster oder sowas. Ich sehe ganz gerne Quizsendungen und stelle also fest, dass ich, naja, gut, sagen wir mal so, ich kann so ungefähr 75% der Fragen vielleicht beantworten, wenn man mir etwas mehr Zeit geben würde, darüber nachzudenken. Und nicht so, ich würde das nicht alles beantworten können, wie aus der Pistole geschossen. Also, um Himmels Willen, nein. Aber ich will damit sagen, mein Kopf ist so weit frei, dass ich zunächst einmal mich selbst und alles, was ich in die Kristallschwingung bringen möchte, an erste Stelle setze. Ich sagte ja, ich bin der Geist der Kristallschwingung. Ich habe einmal in meinem, das muss ich auch sein, sonst kann ich nichts in Kristallschwingung versetzen in meinem Leben. Das muss, wenn du das übrigens auch vorhast, dass du alles in Kristallschwingung versetzt, dann bemühe dich, diesen Geist zu bekommen, damit du das kannst. Ich habe mal in einem Buch gelesen, das war ganz interessant. Warum beschließt du nicht einfach glücklich zu sein? Oder warum beschließt du nicht einfach dich zu freuen? Das war so ein esoterischer Ratgeber, wie es in den 90er Jahren üblich war, dass man das lesen konnte. Das will ich dir sagen, warum es die meisten Menschen nicht können. Weil sie zu beschwert ihr Leben haben, also ihr Leben zu beschwert haben. Ein zu beschwerliches Leben führen. Sag da mal einem Menschen, der wirklich vor Hunger bald nicht in Schlaf kommt, dass er sich einfach mal freuen soll. Das funktioniert nicht, der Hunger wiegt zu schwer. Und die Belastungen des Lebens wiegen zu schwer. Es gibt dieses herrlich nostalgische Gedicht von Theodor Storm. Du graue Stadt am Meer. Du graue Stadt am grauen Strand und weiter. Oh Gott, du. Oh Gott, wie war das auch noch? Ich konnte es mal auswendig. Graue Stadt am grauen Meer und weiter die Stadt. Grauen Strand am grauen Meer. Jetzt habe ich es. Graue Strand am grauen Meer und weiter seitab liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer. Und durch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Ich möchte euch jetzt nicht das ganze Gedicht aufsagen. Es heißt Die graue Stadt am Meer. Es endet aber mit den Worten: Doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer. Der Jugendzauber für und für ruht lächelnd doch auf dir, du graue Stadt am Meer. Ich habe wirklich eine große Bewunderung für Fontane, für Theodor Storm. Und Storms Schimmelreiter, den kannte ich eine Zeit lang beinahe auswendig. Es hat was, diese Nostalgie. Aber warum hängt sein ganzes Herz an einer Stadt, von der er weiß, dass die Nebel die Dächer schwer drückt? Weil er damit verbunden ist, weil er damit verflochten ist, weil er damit verschmolzen ist. Und wenn es dir so geht, dass du irgendwie bei vielen Sachen denkst, es war alles irgendwie nicht gut, alles irgendwie doch nicht klasse, aber irgendwas war da, doch hängt mein ganzes Herz an dir, dein Jugendzauber für und für, und lächeln doch auf dir. Wenn es so ist, dann vergiss nicht, dass dieser Jugendzauber bald vorbei ist. Jugend heißt auch Frische und dass immer etwas Neues kommt und dass immer etwas belebt. Und wenn das irgendwann so schwer voller Melancholie ist, dann wird das schnell erstickt. Und darum bitte bringe alles in die Kristallschwingung. Darum sage ich das ja hier andauernd. Ich habe nichts davon, in einem Leben zu leben, wo das keiner versteht. Also,
und ich sozusagen die Einzige bin. Ich mag das hier gern. Diese Weihnachtskarten, die kennst du bestimmt, diese eine Kerze und dann alles andere ist dunkel. Ja, ich habe nichts davon, dass ich die eine Kerze, dass das also eine einzige Kerze mitten in der Dunkelheit zu sein, das habe ich mir jetzt auch nicht, weiß ich auch nicht. Ich bin lieber mitten von Licht, also ich finde es einfach schöner, dass eigentlich das andere sozusagen aufrecht erhält und auch entzündet, wenn das gerade mal kurz ausgegangen ist. Halte ich immer für etwas klüger. Tja, aber ob du das auch so siehst und viele Menschen das auch so sehen und was mit den Menschen passiert, die das nicht so sehen, wo diese Menschen der Wind ihrer eigenen Stürme, ihrer eigenen Gedanken, sie haben hingetragen. Das weiß kein Mensch zu sagen. Wir haben eine gewisse Ahnung, was damit wohl passieren könnte. Fix an der Straßenecke. Obdachlos an der Straße. Prügelnde Ehegatten. Selbstmörder. Die auf dem Weg ihres Selbstmordes noch die ganze Familie mitreißen. Menschen, die anderen Menschen, die anderen Ländern den Krieg erklären. Eine Nation, die sich darauf einlässt. Einlassen muss, weil sie damit nicht mehr drin hängt. Mit drin hängt. Die Ukraine zum Beispiel. Die Ukrainer wollen keinen Krieg. Keinen Fall, das will ich dazu dem Zelensky auch tatsächlich mal zugestehen. Also das ist das Einzige, was man darüber sagen kann. Den Klitschko übrigens auch. Also die wollen den Krieg doch nicht. Natürlich wollen sie nicht. Trotzdem waren sie drin. Und versuchen jetzt verzweifelt, sich dagegen zu wehren. So funktioniert das nicht. Erst wenn alle Menschen das in sich selbst auflösen, es wird Friede einkehren. Denn ich sage es noch einmal. Selbst wenn dir jemand den Krieg erklärt, selbst wenn dir jemand den Kampf ansagt, wenn du jemand bist, der alles in die Kristallenergie auflöst, in der Kristallschwingung auflöst, dann ist niemand mehr in der Nähe, der das bekriegen kann. Putin ist so deshalb so erfolgreich, um dann bei diesem Beispiel mal zu bleiben, weil alle darauf eingehen. Sie wollen es nicht, aber sie lassen sich da widerwillig mit reinziehen. Sie sind auf einem Erfahrung, also auf einem Ereignishorizont, dem schwarzen Loch in der Mitte etwas zu nahe kommen. Sie kommen dem Ganzen zu nahe. Und das war das, wovor Stephen Hawking so eindringlich gewarnt hat. Weil er auch gesagt hat, du fällst, also wenn du in ein schwarzes Loch fällst, du wirst auseinandergezogen. Die Zeit dehnt sich dermaßen langsam, dass die Sekunden zu Jahren, Jahrzehnten Äonen werden. Jetzt ist die Frage, ob du das verstehen willst. Ich weiß es nicht. Das weiß noch nicht einmal Gott. Weil soll er wissen, wofür du dich entscheidest. Freier Wille. Freier Wille. Trink, tu, was du willst. Solltest du sehr viel Kristallenergie Intus haben, dann kannst du alles mit Leichtigkeit in die Kristallschwingung versetzen. Wenn du aber noch sehr weit davon entfernt bist, ist der Zugang etwas schwerer. Aber du kriegst es trotzdem noch immer so ein bisschen so stückchenweise, dass du zumindest ein bisschen mehr noch kannst, bis du irgendwann dann ganz an der Quelle bist. Aber vorläufig sind die meisten es noch nicht. Und wie denn auch? Sie wissen ja noch nicht einmal, dass es das überhaupt gibt. Aber einmal in dir erschlossen, dann ist ja auch aufgefallen, dass die Quelle der Kristallenergie in dir selbst sitzt. Aber da so zwischen Thymusdrüse und Solarplexus, da ist dann die Quelle und die geht es wieder freizukriegen. Darum sagte ich ja, hör deinen Gedanken sehr gut zu. Hör ihn sehr gut zu.
Und alles und jeder Gedanke, der sich da einschleicht, eine frühere Erinnerung, Beleidigung von früher, das, was du selber getan hast, was andere dir angetan haben und so weiter, alles unverzüglich in die Kristallschwingung, sofort in die Kristallenergie. Je mehr Kristallenergie du in dir trinkst, du aufnimmst, du tankst, desto mehr kannst du es in die Kristallschwingung bringen. Ich wünsche dir sehr, dass dir das gelingt. Alles, alles Gute. So, habe ich irgendwas vergessen? Das, naja, ich meine, bin ja so ein Spezialist darin, immer alles Mögliche zu vergessen. Und dann doch wieder dran zu kommen, ah, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Eine Sache noch. Ich wusste doch, irgendwas habe ich vergessen. Eine Sache noch. Es wird in irgendwelchen Kirchensendern, das ist immer das Gleiche, da fallen ja irgendwelche immer die Predigten dazu und dann wird immer gesagt, lass deine Probleme los und übergib das alles und so weiter und so fort. Niemand lässt seine Probleme los, wenn er noch sehr mit ihnen verzahnt ist, wenn er sehr mit ihnen eingefleischt ist. Das musst du begreifen. Man könnte sagen, wieso, dass dieses Wissen, dass man es zu Jesus Christus gebracht hat, also für die Gläubigen unter uns, das wäre doch eine Sache. Ja, am Anfang ist es das auch. Aber trotz allem begleitet es dich noch irgendwie. Es ist zwar stumm geschaltet, aber irgendwie weißt du, okay, da ist noch irgendwas. Es wird ganz verschwinden, wenn du es selbst in die Kristallschwingung bringst, denn dafür hast du einen freien Willen und dafür bist du eine Persönlichkeit, dafür bist du ein Mensch, der die Entscheidungsgewalt hat, was aus seinem Leben werden soll. Und damit bist du wirklich in deiner eigenen Pflicht, aus deinem Leben selbst das Beste zu machen. Ich habe es schon vor ein paar Tagen, Wochen habe ich es, glaube ich, mal gesagt. Der liebe Spruch meiner Uroma, Gott hab sie selig, war, gehe und tue deine Pflicht und sage nie, das kann ich nicht. Sie hat das damals auch auf das bezogen, was sie kannte. Natürlich die Arbeit, um sich selbst am Leben zu halten, um ihre Kinder durchzubringen und die Unmengen Kindersachen zu waschen und das weiß ich was alles. Die Haushalt dazu führen und irgendwie noch Essen auf den Tisch zu bringen für nicht weniger als 9 Kinder. Das war damals in der Zeit der Inflation alles andere als lustig. Aber ich sage dir, es könnte dir eine Pflicht sein, alles in die Kristallschwingung zu bringen. Und je mehr Kristallenergie du trinkst, desto besser ist es. Du trinkst es über deine Gedanken. Du trinkst es über das, was du denkst. Trink. Trink. Tu, was du willst. Je mehr Kristallenergie du trinkst, desto leichter wird dein Leben. Denn jeder Mensch, der sehr viel Kristallenergie in sich hat, kann alles in Kristallschwingung versetzen. Und hier kommt das Aurin ins Spiel. Tu, was du willst. Es fällt dir, glaube ich, nicht schwer zu erraten, dass du, je mehr dein Leben gestottert hat, je mehr dein Leben, der Motor deines Lebens streikte, und du sehr, sehr viele, irgendwie auch Nackenschläge bekamst, dass du zunächst einmal den einen heißen Wunsch hast, das sofort in die Reinigung zu bringen, davon sofort loszukommen. Das erklärt sich übrigens auch die verzweifelte Suche nach einem Lebenspartner für ganz, ganz viele Menschen. Ich bin Single, ich will auch kein Single bleiben, ich will auch nicht immer alleine bleiben und so weiter. Na, überleg dir mal gut, ob der Partner, den du unbedingt haben willst, oder ich möchte unbedingt einen Mann, ich will unbedingt einen Mann haben, unbedingt eine Frau haben und so weiter, überleg dir das gut, ob das für dein eigenes Leben am Ende nicht doch sogar eine Tortur wäre, weil ein anderer Mensch in deinem Leben kann dein Leben extrem belasten, wenn du dem nicht eine gereinigte, sprich eine helle, also eine Kristallschwingung entgegensetzen kannst. Das ist das Problem. Schließlich wieder diesen Bogen zur Ukraine oder einer Nation, die angegriffen wird. Wenn die Bewohner nichts in die Kristallschwingung bringen können, tja, dann reißt der Krieg sie in den Abgrund. Das geschah vor 90 Jahren in Deutschland oder vor 100 Jahren in Deutschland.
Ich glaube, wir sollten es vermeiden, ne? Das nochmal in die, derleichen nochmal durchzumachen. Ich meine, einige können es ja offensichtlich gar nicht abwarten, das wieder zu erleben, aber sie sollten sich gut überlegen, was sie da genau tun. Sehr gut. Ich kann alles Mögliche anproben, ich kann alles Mögliche probieren, gar keine Frage. Aber ist mir auch klar, was ich anschließend zu reinigen habe. Die Suche nach dem Kick nimmt ja manchmal absurde Züge an. Ich glaube, so viel Zeit habe ich noch. Gott, ich bin schon eine Stunde am Reden, entschuldigt bitte. Aber der Suche nach einem Kick im Leben nimmt ja teilweise absurde Züge an, nicht wahr? Ich habe gestern kurz gehört, ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Also schlimm war es nicht, aber alles, was ich glaube, ist übrigens das, was ich denke, und alles, was ich denke, glaube ich dann ja auch. Da gibt es diese Rooftopper, die an den Hochhäusern herumturnen. Und nun gibt es ja wirklich viele Städte, die haben so viele Hochhäuser. Und nicht wenige davon sind rund 100, 200 Meter hoch. Also das ist ja nicht gerade mal eben so. Und da klettern, da turnen die drauf rum. Und mir blieb fast das Herz stehen, als ich da gesehen hatte, so, da war da einer. Wirklich an dieser Balustrade eines Hochhauses, ich weiß nicht in wievielten, im 50., 60. Stockwerk. Und da macht er dann Handstand und 2 Zentimeter daneben war ein Abgrund von rund, was weiß ich was, 200 Meter. Dann hüpft er wieder auf seine Füße und dann balanciert er da diesen ganz schmalen Weg lang. Der war vielleicht 30 Zentimeter breit, nach oben aufgerundet. Also es ging auch schmaler. Und da schon, der macht so Handstände, so Salto, und dann hüpfen sie ja so von einem Dach aufs andere, und dass das eben so ist, sie sehen ja Wahnsinn, die eng gebaut da. Das gibt dem Leben diesen ultimativen Kick. Ja, stimmt. Aber ehrlich gesagt, ich würde das ungern ausprobieren. Ich finde, es gibt meinem Leben schon genug Kick, wenn ich all das, was ich hier in meinem Leben vorfinde, alles in die Kristallschwingung versetze. Heißt es nicht, trink, trink, tu, was du willst. Fein, ich will alles in die Kristallschwingung versetzen. Ich will alles in eine wirklich hohe Schwingung bringen. Kann ich nicht tun, was ich will? Ja. Und je mehr Kristallenergie man trinkt, desto weniger hat das, was man tut, schreckliche oder üble Folgen. Auf jeden Fall hat es Folgen, mit denen man leicht fertig wird. Kommt ja alles sofort in den Kristallschwingung. Und das lernen wir hier gerade, das trainieren wir hier gerade. Wer das trainieren will, ich bin ziemlich sicher, da kommen noch andere drauf. Also, ob das jetzt von mir hört oder von jemand anders hört, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du das verstehst, dass du dieses Prinzip verstehst. Es ist das göttliche Prinzip. Dann gibt es natürlich immer noch welche, die warten dann darauf, dass irgendein Engel kommt oder dass irgendjemand oder dass Gott mal kommt oder sich Jesus mal persönlich einmischt oder es gibt da einige, das war echt zum Piepen. Ich habe mal einen Gottesdienst gesehen, da warteten die alle auf die Wiederkunft des Herrn, der Herren und König der Könige, es ging um Jesus Christus. Jetzt warten die alle auf die Wiederkunft Christi. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert, bis denen dämmert, dass sie das sind. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert, bis du brauchst, um zu kapieren, dass die Wiederkunft Christi, dass das in dir selber liegt. Du bist der Nachfolger. Du bist derjenige, der alles in die Kristallschwingung bringen kann. Ja, in deinem eigenen Leben. Du hast im Leben der anderen nichts zu suchen. Also bitte tu mir einen Gefallen und benimm dich nicht wie die Zeugen Jehova, die ja von Haus zu Haus rennen und den Leuten da alle mit ihren Bibeln da überrennen wollen. Das ist ziemlicher Quatsch. Aber immerhin, du kannst den Leuten erzählen,
am Gemüsestand oder was weiß ich, im Kino oder, naja, gut, jetzt stellt etwas unpassend im Kino, aber du kannst den Menschen erzählen, also wir können auch alles in die Kristallenergie bringen, ne? Dann haben wir den Ärger nämlich nicht. Auch das wäre möglich, dass du das tust. Du kannst es auf jeden Fall deiner Familie erzählen und du könntest es deinen Freunden erzählen. Du kannst es auch deiner besten Freundin erzählen, wenn ihr zum Kegelabend geht oder was weiß ich, zu Badminton oder zum Feldhockey oder wo auch immer hin. Also das kannst du alles machen. Es wird die Umstände der Menschen, mit denen du umgeben bist, natürlich verbessern. Es wird den Umgang mit ihnen verbessern, auf jeden Fall. Außerdem, das alles in eine Kristallschwingung zu bringen, schließt etwas aus, dass ich die Menschen damit überrenne. Ich kann nicht mit einer Übermacht von etwas dastehen und die anderen wollen das nicht. Diese Übermacht würde nur dafür sorgen, dass wir einen so großen Abstand gewinnen, dass einer mit dem anderen nichts zu tun hat. Darum heißt es ja auch, oder darum kam ich ja drauf, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt aber, dass du in dir selber alles in die Kristallschwingung bringst, damit du mit dem, was dir früher geschadet hat, nichts mehr zu tun hast. Macht alle Leinen los und los. Vertreiben wir uns die Zeit im Meer. Ich glaube, wir sind schon ziemlich weit, denn ich kann den Leuchtturm wieder sehen. Es gab eine Zeit, da habe ich den aus den Augen verloren. Da habe ich das habe ich nicht gewusst. Ich kannte das nicht. Ich wusste nicht, wie das gehen sollte. Es war mir ein absolutes Rätsel. Ich stand im Leben da so ratlos davor und wie ein Kind und begriff das alles nicht. Ja, logisch, damals nicht, nein. Aber heute, heute ist heute und nicht damals. Darum sagte ich auch, für einige, die haben das vielleicht jetzt öfters im Kopf. Ich glaube, ich bin schon ziemlich weit. Ich kann meinen Leuchtturm wieder sehen. Ich glaube, jetzt haben wir es und jetzt verstehen wir es so halbwegs und immer noch ein bisschen besser. Ich hoffe, du nimmst du das nicht übel, dass ich so ein Mitteilungsbedürfnis habe. Aber erstmal habe ich das und weil ich möchte es euch unbedingt erzählen. Ich will, dass das jeder irgendwie versteht. Aber dann gibt es so eine Gratwanderung. Also ich will zwar, dass es irgendwie jeder versteht, aber ich will es vor allem, dass jeder das durch sich versteht. Aber dazu muss er wissen, dass er das durch sich verstehen kann. Und es ist ja mal ein bisschen schwierig, sich da als eine Art Oberlehrer sich vor dem anderen da aufzutürmen. Das tue ich auch nicht. Das kann ich dir versichern, ich habe in meinem eigenen Leben so viel selbst in die Reihe zu bringen, dass ich mich jetzt nicht um alle anderen kümmern kann. Andererseits muss ich verstehen, dass Kristallenergie, sagt er, es erzeugt auch Kristallplasma. Und das Kristallplasma hat einen Aggregatzustand zwischen gasförmig und völlig gereinigt. Da gibt es also kein Staubkorn mehr, was da irgendwas verunreinigt. Ich hoffe, dass du das soweit verstehst und dass du das gut verstehen kannst. Und so kriegst du das allmählich hin. Ich möchte diese eine Sportart nochmal erwähnen, wo dann jemand, ich glaube, das ist beim Rollschuhfahren oder so ist das oder wo auch immer, wo dann einer nach hinten greift und den anderen nach vorne schleudert, sodass der also erstmal einen gewissen Schwung hat, um nach vorne zu kommen. Er selber fängt dann an, Gummi zu geben, so gibt Gummi und zzt. Und dann greift der andere, von dem er erstmal geschleudert worden ist, der greift es nach hinten und wirft oder zieht ihn wieder seinerseits nach vorne und schleudert ihn geradezu nach vorne. So ungefähr kann man sich es bei uns vorstellen. Nur, dass es hier um dein Dual geht und dich. Letztendlich fährst du im Windschatten deines Duals. Der wird irgendwann nach hinten greifen und dich dann nach vorne schieben, sozusagen. Und jetzt tauscht ihr die Rollen. Auf einmal hast du es alles in dir so aufgenommen,
dass du geradezu an der Quelle sitzt und dein Dual beginnt wieder zu leben. Dadurch, ich habe das vor ein paar Wochen mal gesagt. Also dein Dual, manchmal tauscht ja auch ein bisschen die Rollen. Also du kannst praktisch davon ausgehen, dein Leben mag ja so oder so sein, aber beim nächsten Mal ist dein Dual wieder dran. Und du stehst dann da und feuerst ihn immer an und gibst ihm immer alles Mögliche zur Lebenserhaltung, damit es ja durchhält. Das machst du in deinem Dual immer, auf jeden Fall. Weil ihr beide an einem unglaublich Lust habt. An euch selbst erstmal und an der ewigen Verwandlung. Es macht einfach Spaß. Es ist einfach toll. Ich sage ja, komm, vertreiben wir uns die Zeit im Meer. Also alle Gedanken werden in die Kristallenergie gebracht und das Leben ist einfach noch klasse. Braucht noch ein bisschen seine Zeit. Wir sind ja noch nicht so ganz da, wo wir hinwollen, aber immerhin, wir sehen, was es werden soll. Ich wünsche dir alles Gute. Danke fürs Zuhören.